willkommen zurück bei Final Fantasy X-2 auf der Minenstraße. Und Nazgul hat sich entschieden, dass wir nicht den Rover nehmen, sondern wir weiterlaufen. Wir wollen ja die Kisten bekommen, wir haben geguckt, die Kisten werden im nächsten Kapitel wieder aufgefüllt. Das heißt, wenn wir jetzt nicht öffnen würden, würden wir was verpassen. Und das wollen wir ja nicht. Außerdem haben wir ja genug Zeit, es schadet ja nicht, wenn wir jetzt einfach weitergehen. Mehr Level, das heißt, später müssen wir weniger machen. Das heißt natürlich jetzt für all die Leute, die sich gefreut haben, nachdem letzte Folge nur langweiliges Kämpfen war, endlich geht was weiter. Sucks to be you, I guess. Aber so ist das, wenn jemand am Pad ist, der gern grindet. Und dem das scheißegal ist, ob das on- oder offscreen ist. Yeah, neuer Gegner. Kann man ja direkt erstmal ausklauen. Uts! Ein Neckpilz. Ich habe deinen Neck gebreakt. Warum? Weil ich es kann. Überragend. Bald muss ich dich mal mehr sammeln. Da reicht ein normales Feuer aus. So. Wie sahen eigentlich eure Ability-Dinger aus? Pfirsich, okay. Hälfte erst. Und du bist aber im nächsten Kampf damit durch. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch was, was ich gern höre. Und das ist ein neues Spiel. Quattrohorn. Takers Keepers. Na, dann mache ich dir das Vieh mal was anderes. Und zwar werfe ich eine Billiggranate. Du machst bitteschön Blitz auf Quattrohorn. Und du machst Schwert auf das Wolfvieh. Ist das bereits down? Dann wird sie jetzt wahrscheinlich trotzdem Schwert auf das Wolfvieh machen. Das geht dann bestimmt da überragend daneben. Oh, der ist gar nicht so stark. Okay. Es ist immer dieses Vorurteil, wenn ein Gegner groß ist, muss er automatisch stark sein. So. Hast du jetzt eigentlich deinen Spaß gelernt? Ich hab gar nicht aufgepasst. Echt. Fallen dann halt nicht. So, das ist Kiste Nummer 1, wegen der wir diesen extra schönen Weg laufen, ist eine Potion. Da hat sich das doch schon alles gelohnt. Ich habe mir überlegt, wenn wir hier fertig sind, werden wir vielleicht im nächsten Gebiet, also danach werden wir vielleicht wieder ein Gebiet nehmen, wo entweder mehr Haupt- oder Nebenstory ist, beziehungsweise wo wir mehr über die Vergangenheit erfahren von Final Fantasy X. Und hier die Preisfrage, warum befindet sich die Machina dort? Ja, wahrscheinlich aus Überwachungszwecken. Beinahe. Dann wahrscheinlich, weil damit sie niemand stört. Genau, aber wen stört sie? Wahrscheinlich das Luftmobil, wenn es hier lang fährt. Richtig. Dieser Weg hier ist doch so eng. Da kam gerade mal ein Luftmobil durch. Da können wir keine Überwachungsmachina am Wegrand stehen lassen. Deswegen steht sie dort. In Ansonsten sollte die Machina dort sofort zur Stelle sein. Sollte? Wenn man erstmal Bescheid weiß, ist es doch ziemlich einleuchtend, oder? Nee, deswegen ist es auch, das werden wir wahrscheinlich danach nicht gerade eine Hauptmission wieder machen, aber wir werden jetzt nicht danach direkt in die Donnersteppe gehen, weil da erwartet uns dasselbe wie hier. Nur mit noch vielleicht, stärkeren Gegnern. Vielleicht nicht direkt mit Sonnenschein und schönem Wetter und schöner Hintergrundmusik, sondern eher ein bisschen mit bedrohlicheren Asphalt, obwohl die Donnersteppe nicht bedrohlich ist, sondern einfach durch ihr Wetter halt. Ja, na klar. Wie man es ja aus 10.1 kennt. Vielleicht gehen wir danach zum Tempel Joes oder mal nach Guardo Salam, wo wirklich gar nicht gekämpft wird, wo wir uns einfach mal nur ein bisschen mit ein paar Leuten unterhalten können. Ist auch mal eine schöne Idee. Ich beuge mich da sehr gerne. Du kannst auch mitentscheiden, aber wir können natürlich danach auch gerne die Donnersteppe gehen oder den Fungus Pass, da war es dasselbe wie hier. Direkt, ich beuge mich da gerne meinem Navi. Das ist da. Obwohl der Fungus Pass noch ein bisschen Action ist, da gibt es noch ein paar Nebenmissionen. Während in der Donnersteppe gibt es, glaube ich, nichts. Zumindest nicht im ersten Kapitel. Im zweiten Kapitel können wir uns, da habe ich dir schon erzählt, mit ein paar Tastenkombinationen an irgendwelchen Blitzarbeitern vergnügen. Was ich nie geschafft habe. Vielleicht kriege ich es ja hin. Vielleicht auch nicht. Aber ich hatte damals an der PlayStation 2 auch nie die Safe-State-Option. Das stimmt allerdings. Jetzt können wir mal weitergehen. In den nächsten 20 Minuten werden wir hier auf jeden Fall noch beschäftigt sein.
Um mit Yengardie zu zitieren, alles wird anders dieses Mal. Another flawless victory. Spielen wir mal Quizduell. Wahnsinn, wie Juna hinterherhängt. Jetzt beantworte ich mal live Fragen falsch, wo ich mich dann, wenn ich das Video gucke, ärgern würde, sagen, wie kannst du das nicht wissen? Mach am besten die nächste Runde gegen mich, damit ich schon mal höre, was dann für Fragen kommen. Ja, das ist ja die letzte Runde, das ist die sechste Runde jetzt. Echt? Ach, scheiße. Aber wenn ich sehe, was hier für Fragen kommen, wirst du wohl gewonnen haben, du hast der Vorsprung. Warum liest du die Fragen nicht vor? Die Zeit lässt. Wie heißt diese Schauspielerin? Aber ich doch nicht. Okay, gut, vorlesen bei wie heißt diese ist natürlich doof. Das stimmt allerdings. Gerne für X-Fehler, ist immer gut. Und du hast gegen mich gewonnen, du hast einen Punkt Vorsprung gehabt, wir haben bei 2 zu 2 in der letzten Runde gemacht, dann hast du den Sieg verteidigt. So muss das sein. Du hast die letzte Frage mit dem Sherlock Holmes Darsteller gewusst. Ich wusste dafür die erste Frage mit dem, welcher Regisseur das war. Hast du es gewusst oder hast du geraten? Habe ich geraten, das war Kinofilme. Verrate ich immer. Ich habe auch die Schauspielerin richtig geraten. Das habe ich auch richtig geraten, aber beim Sherlock Holmes habe ich das Ausschlussverfahren gemacht, weil ich mir dachte, okay, der war schon, so nach dem Motto. Aus welchem Disney-Film stammt diese Figur? Es ist zu sehen Ursula aus Ariel, die Meerjungfrau. Na, dann ist es wahrscheinlich aus Ariel, die Löwen. Dann klicke ich Ariel, die Meerjungfrau. Durch welche Filmrolle wurde Rupert Grint bekannt? Das ist der in Homeland, der spielt in Homeland mit, aber ich weiß nicht, wo der bekannt wurde, wahrscheinlich als Boromir. Nein, als Ron Weasley, wer auch immer das ist. Ron Weasley ist aus Harry Potter! Wer spielte nicht in Einer Flug über das Kuckucksnest mit? Weiß ich da nicht, Danny DeVito, falsch. Robert. Der Rothaarige aus Harry Potter! Das ist Rupert Grant? Ja, aber das ist Ron Weasley. Ja, aber das ist doch nicht, ist das der Schauspieler Rupert Grant? Rupert Grant ist, glaube ich, der, der bei Homeland den Ermittler spielt. Das kann doch sein, ich habe Homeland Wir sind am Ende der Minenstraße, aber du kannst rechts abgehen, da gibt es noch einen ganz langen Weg, wo du noch weiter kämpfen kannst und Schätze einsammeln. Na, dann machen wir das natürlich auch. Nach oben geht es nämlich in den Fungus-Pass. Sprechen wir erstmal mit den Leuten. Ja, ich wollte gucken, ob ich hier was ansprechen kann. Du bist bestimmt Luftmobil fahren, Frau? Genau, machen wir nicht. Also die würde ich jetzt halt wieder zurückbringen, da wo du gerade warst. Was geschah am 6. Juni 1944? Ich würde sagen Landung in der Normandie. Und das stimmt sogar. Ich bin ihm bei seinen Bemühungen, die Chocobos wieder zurückzuholen, hilfreich. Für die Rückkehr der Chocobos werden wir keine Mühe scheuen. Ich kann mit Leuten mehrfach reden. Also ja. Ich predige, damit die Chocobos wieder auf die Minenstraße zurückkehren. Damit ich viele Anhänger gewinne, halte ich meine Predigten an alle Passanten. Aber was ist, wenn ich dich nochmal anspreche? Und wegen meiner Aktivitäten nennt man mich den Prediger. Damit ich meinem Spitznamen gerecht werde, halte ich Tag für Tag meine Predigten. Man muss nur überzeugt sein von dem, was man tut. Wir würden zwar alles für die Chocobos tun, aber sich zu sehr hineinzusteigern ist dann doch verkehrt. Doch das tägliche Predigen ist auf jeden Fall wichtig. Manchmal sind Routinen wichtig, auch wenn sie blöd sind. Ich wollte zur jungen Liga zurück, als ich denen hier in die Arme gelaufen bin. Ich kann ja Jan einfach nachvollziehen, aber gibt es nicht andere Dinge, die man tun sollte? Ich würde sagen, wir gehen mal noch nicht in den Funguspass, weil dort geht es wirklich ein bisschen... Also dort gibt es Hintergrundinformationen, die für die Hauptserie sehr relevant sind, und das wollen wir ja noch nicht. Nee, wir wollen lieber erstmal was machen, was... Die Berge waren die Varusschlacht, welche im Jahr 9 nach Christus im Teutoburger Wald stattgefunden haben soll. Die Wikinger, die Römer, die Germanen oder die Kelten? Ja, stimmt, die Germanen. Die Römer, falsch. Du bist doch das hohe Medium. Ich war einst bei den Tempelkriegern. Ich habe dich in Luca gesehen, als ich zum Geleiterschutz des Erzprimas dort war. Erzprimas, das war damals Maika gewesen? Das hier ist nur eine Sackgasse, nur damit du es weißt. Reg dich bitte nicht auf, nur weil es eine Sackgasse ist. Hier war damals das Siegel für Kinari oder Orin gewesen. Ein Siegel lag hier damals. Diese Machinas, die sind später übrigens im anderen Kapitel noch wichtig. Also das ist nicht... Magienquelle? Was ist das? Kann man, glaube ich, vom Gegner Magie-MP-Punkte ziehen. Ist das ein Relikt? Also ein Accessoire? Nee, ist ein Item. Bitte aufheben, die Dinger. Ich gebe einen kleinen Hinweis, die sind wichtig für den schwersten optionalen Kampf des Spiels. Dann werden wir diese Dinger noch benötigen. Dann werde ich sie aufheben. Welches der folgenden Biere ist kein obergäriges Bier? Berliner Weiße, Alt, Kölsch oder Pilz? Du alter Bierträger, du musst das doch wissen. Was willst denn ich? Kölsch. Falsch ist es Pilz. In welchem Land ist das Nationalgericht Haggis? Saudi-Arabien, Island, Chile oder Schottland? Klingt wie Island und ist natürlich Schottland gewesen. Welche der folgenden Reissorten wird normalerweise nicht für Risotto verwendet? Arborio, Basmati oder Cannavoli? Ich kenne nur Basmati. Nehme ich Basmati und ist richtig.
Warum? Weil es... Oh. Der ist mit mir in den Bildwechsel reingelaufen. Also da war eine Machina, die ist einfach mit mir hier reingekommen. Ein Save Point. Du hast mir auch nichts zu sagen, schade. Ich vermute mal, ich kann jetzt hier rumhüpfen. Bin raus. 8 zu 6 nach 3 Runden bei Quizduell. Ich habe 8 von 9 von richtig. Was ist das hier für eine Runde? Da muss ich mir mal anstrengen. Und das nächste richtig. Geraten. In welchem Land spielt die Handlung des Romans Das Geisterhaus von Isabel Allende? Weiß ich doch nicht. Frankreich. Falsch. Das war Chile gewesen. Was bedeutet prophylaktisch? Soll man sagen, vorbeugen. Ist richtig. Sicher, dass nicht eine Abkürzung für professionell ist. Schnell abgekürzt, prophylaktisch. Ja. Steht 10 zu 8 nach 4 von 8 Runden. 4 von 6 Runden. Machen wir Essen und Trinken. Hugo ist ein Kugelfisch, der ein tödliches Gift enthält. Richtig zubereitet kann der Fisch jedoch gegessen werden. In welchem Land entstand dieses Gericht? Hätte ich jetzt erstmal in Japan gesehen und ich habe Japan angeklickt, ist richtig. Woraus besteht dieser Snack? Zu sehen ist Popcorn. Na, wahrscheinlich aus Kartoffeln. Wie lautet der Name eines Champagnerproduzenten? Beckers, Rheingold, Hasenbräu oder Dossignon und Lepage? Na, wahrscheinlich Dossignon und Lepage. Echt? Na, es klingt so hochtrabend. Ich hätte es auch genommen, als Französisch klingt, und Champagner aus Französisch. Aus ja, eben, das war meine Motivation. Das klingt so. Das. Ich habe 5 Punkte Forschung, der Daten nur noch 6 Punkte und ich darf auch noch eine Runde. Das heißt, hier müsste ich wohl eventuell gewinnen. Na? Ich habe auch schon mal 4 Punkte Forschung nach 2 Runden weggeschenkt. Ging's da hoch zu hüpfen? Bestimmt, aber ich dachte mir, ich laufe erstmal weiter. Ich bin der Aussichtskraft. Hm? War es nochmal? Ach ja, Vorsicht, der Weg endet weiterhin. Und quasi wollte zur Sackgasse laufen und auf dem Rückweg wollte ich dann hier rumhüpfen. Alright. Left is alright. Du kannst doch diese einzelnen Wege da gehen, da gibt's auch vielleicht. Ja, das ist auf dem Rückweg. Das ist ja eh eine Sackgasse. Das heißt, ich laufe doch dann eh hier hin zurück wieder. Hi. Hallo. Well. Danke. Da war ein bisschen Berg im Weg. Wenn du das Final Fantasy 10 Let's Play gesehen hast, hast du gesehen, was mir der Emulator da manchmal reingebaut hat. Also gegen Unaleska kämpft, der Unaleska stand falsch rum. Ja, na klar. Genau wie der letzte Endgegner Jack stand auch falsch rum. Ja. Die ganze bei dem sah es aber nicht ganz so doof aus wie bei Unaleska. Weil das sah wirklich. Unaleska greift hinter sich die Luft an und wir fressen Schaden. Ja. Weil, und manchmal ist der auch den in der Mitte, der ist ja auch dann aber rückwärts auf den Gegner zugelaufen, weil der auch, also meistens ja, der, genau. Der in der Mitte stand, stand auch ab und zu. Genau, die sind nach hinten gerannt und haben Yuna Leska getroffen. Ja, jetzt hat jedenfalls erstmal Yuna endlich Schwarzmagie Level 3 gelernt. Weil mal, wie viel Erfahrung sie auf einmal brauchen. Ich war vorhin noch mal bei 20, jetzt brauchen sie 300. Was geben wir ihr denn jetzt Feines? Ich war dann erstmal eine Pause. Ja. Ja, dann bekommst du jetzt erstmal Radzauber. Warum nicht Feuer? Ja, fang einfach mit Feuer an. Ich sag ja, warum nicht Feuer? Warum eigentlich nicht? Das ist die Frage, die sich stellt. Also wir bauen mit Leveln jetzt schon ordentlich vor. Wenn wir am Ende den optionalen Superboss machen müssen, müssen wir sowieso noch weiter leveln. Da wir hier ein Kanal sind, der keine Möglichkeit eines schlechten Wortspiels auslässt, müsste ich auch diese Möglichkeit nutzen. Ja, die Mädels haben hier auch einen guten Vorbau. Findest du? Na, sonst funktioniert der Spruch nicht, wenn ich das nicht finden würde. Schlag dir wie sonst immer in den Kopf oder reagier irgendwie, dass ich mich wieder freuen kann, dass ich einen schlechten Spruch gemacht habe. Nicht einfach so, ja, okay. Ich werde den Top mal sagen, apropos Vorbau, du bist ganz schön vorlaut. Dabei ist schon Nachtruhe. Wie sieht's aus? Also bei Pokémon Mond. Da wäre jetzt Tag, ja. Da ist jetzt 11 Uhr. Das, also da ist sozusagen das auch so gesetzt, dass du in jedem Pokécenter nicht nur auch noch den Einkaufsladen hast, sondern auch noch so ein Café. Und der Café-Mensch sagt ja quasi immer, in Alola ist es jetzt gerade 6 Uhr. Also vermutlich mal, wenn es auf Englisch spielen würde, würde er dann quasi immer AM und PM sagen. Okay. Hier lag bei Final Fantasy 10 dann das Siegel. Nicht das Siegel, immer die Marke. Siegel war ja immer, wo der Hauptmann des Sidequests war. Ich kenne die doch von irgendwer, haben wir uns schon mal gesehen? Weiß ich nicht, sag du es mir. Mensch, ich kann mich nicht erinnern. Irgendwem siehst du ähnlich. Ja, wir sehen dem hohen Medium Yuna ähnlich. Du Banause, ihr seid zu Fuß bis hierher gelaufen? Dabei ist ihr doch nichts, wofür sich die Mühe lohnt. Wo seid ihr überhaupt hierher gekommen?
On-Screen-Grinding. Zugegeben, das ist genau das, was ich auch der Zuschauer gerade gefragt habe. Wozu sind wir hier hergekommen? Aber ganz ehrlich, wenn du das selbst gespielt hättest, hättest du da auch jedes Gebiet komplett erkundet. Ja, klar. Natürlich. Mit dem üblichen, man geht immer erst als letztes dahin, wo man hin soll. Wir wollen das ja anders machen als bei Final Fantasy 6, wo wir nach komplett und keinen Weg zu viel gegangen sind und wirklich Schritt für Schritt. Wir wollen das ja hier ein bisschen freier handhaben, weil damit es auch mehr Spaß macht. Also aktuell, ich habe Spaß. Ich meine, es ist ein Spiel, was von den Sidequests lebt. Final Fantasy 6 lebt ja von der Hauptstory. Da war ja mit Sidequests, gut, wenn man das, was in World of Ruin passiert ist, als komplette Sidequest betrachtet, okay, dann war auch ganz viel Sidequest, aber für gewöhnliches Charaktere sammeln ja kein Sidequest. Wenn wir Final Fantasy 7 und Yuffie holen, ja, das ist eventuell auch optional, aber es ist für mich kein Sidequest. Und das ist Vincent Valentine zu holen. Du hast ja gesagt, das sind zwar optionale Charaktere, aber eigentlich ist es nicht möglich, sie nicht zu bekommen. Ja, wenn du jeden Wald ausweichst, kriegst du Yuffie nie. Ja, gut. Und Vincent Valentine, der ist, wenn du das erste Mal spielst und nicht jeden Eintrag liest, findest du den nicht sofort. Ein Kampf. Kannst Juna auch noch eine Potion geben? Und noch mehr als genug Kämpfe. Du kannst doch, wenn du sagst, Fane hat jetzt genug Krieger gelernt, gibst du dir ein anderes Ding, damit du was anderes lernt. Ich sitze am Pad, solange ich am Pad bin, wird erst eine Klasse gemaxt, bevor die nächste kommt. Ich mein, außer es sind wirklich sinnlose Krieger. Dieb und Schwarzmagier dabei. Ist derzeit auch vollkommen ausreichend, die meisten Gegner. Ja, eben. Ist auch eigentlich eine sinnvolle Klasse. Es gibt nur die Spezialklassen, die wahrscheinlich immer effektiver sind auf einzelne Gegner. Aber so grundsolide ist eigentlich... Na ja, klar, das ist doch eigentlich die... Krieger, Schurke und Magier, die typische Truppe. Ja, guter Mischwert. Ein Tank, ein Damage-Dealer und ein Magier. Heiler oder ein Mage. Na gut, Damage-Dealer ist jetzt Dieb in meinen Augen nicht unbedingt, ja, aber... macht mal, der Dieb ist eigentlich für hohen Damage pro Sekunde da. Der Krieger ist der Tank und der Magier ist entweder der Heiler oder der Mage. Der Magier, der halt ganz langsam angreift, aber wenn er angreift, dann teilt er ordentlich aus. Aber er selbst durft nicht einstecken, ansonsten geht er halt ziemlich schnell drauf. Der Schurke greift zu schneller und hat eine hohe Ausweichrate. Der hat zwar auch nicht viel Verteidigung und viel Leben, aber der weicht halt sehr oft aus. Und der Tank steckt ein. Ja, toll. Und meine Lieblingstruppe bei 1, also bei Final Fantasy 1, ist ja auch, dass ich einen Krieger habe. Der hat 4 KP und macht Schaden. Ein Dieb, der hat viel Schaden und Geschwindigkeit. Ein Mönch, der macht enormst viel Schaden. Und ein Rotmagier, dass ich wenigstens einen habe, der mal im Notfall ein bisschen was zaubern kann. Aber ansonsten, die Rotmagier in Teil 1 sind auch physisch sehr gut bewandert. Also die teilen nicht mit einem Stock aus, wie man das vom Schwarz- oder Weißmagier kennt, sondern die kann man halt auch Schwerter tragen und alles. Und okay. Da macht er auch ungefähr... Also meinetwegen, wenn mein Krieger 900 Schaden macht, macht der Rotmagier 600. Und da sage ich mir, das ist genauso okay immer noch. Das habe ich bei Final Fantasy 3 auch gehabt. Da hieß irgendwie ganz zeitig, macht den Rotmagier, nimmt dir was Besseres. Ich habe den Rotmagier bis zur letzten Klasse, als die letzten Klassen freigeschaltet, habe ich dann den Magus genommen oder so, also diesen Tuba-Magier. Ja. Weil ich gedacht habe, okay, den fange ich mit Magus Stufe 1 an, mein Rotmagier ist jetzt aber schon auf Level 40 oder 50. Dachte ich, dann fange ich beim anderen auf 1 an, das dauert ja wieder ewig, bis du den auf den... Aber der Rotmagier wäre vielleicht mit, wenn er 30 Stufen stärker ist, ist er wahrscheinlich genauso gut wie der Magus. Und der war halt bei mir 40 Stufen stärker, dann ist es halt schwierig zu sagen, oh. Aber der Magus halt auf Level 1 levelt natürlich viel schneller auf. Mhm. Dann hat es sich doch gelohnt. Also am Anfang, wenn man noch relativ schnell Level bekommt, hat sie jetzt echt noch den Zauber verballert. Das hast du doch in der letzten Folge gesehen, wo dann noch Augentropfen waren. Ja, die Heilitems, aber dass sie noch einen Angriff sinnlos macht, obwohl der Gegner schon weg ist, das ist ja das, was... Du kennst doch die Frage, wer hat die beste Angriff? FC Bayern. Ja, und wer hat heute an diesem wunderschönen ersten Advent gewonnen? Der FC Schalke. Den meinte ich nicht, aber ich kann hier nicht mal lang. Bin ich blöd? Jetzt springt sie, gut. Wenn man sie sehen konnte, gab es übrigens Sprungstellen, dann konnte man dem Chocobo lang. Das stimmt. Komme ich jetzt echt auf dem Hauptweg damit zurück? Oder wofür ist dieser Weg hier da? Kann das sein, dass deine Schatzkiste versteckt ist? Einfach mal X drücken da oben irgendwo. Das könnte ich mal machen, ja. Let's do it. Es gibt hier Gegner, die waren oben auf dem Hauptweg nicht zu sehen. Ich war dieser Pilz zum Beispiel, da gab es den da auch. Nee, den gibt's kann erst sein, dass seit... Den, selten den gibt's erst seit dieser Folge. Oder? Es gibt natürlich wie bei Final Fantasy üblich, es gibt Monster, die ein bisschen wandern. Das heißt, es gibt ein paar Gegner, die aus dem Funguspass hierher wandern. Ja, na klar. Wobei viele den Fehler machen und das geht beim Funguspass, wenn du direkt betrittst, biegst du ja links ab. Und wenn du gleich am Anfang bist, ist das theoretisch nicht der Funguspass. Das heißt, vom Gebiet Funguspass, es kommt dann aber Gegner von der Josie-Straße, weil das die Josie-Straße ist. Der Funguspass ist nur dieser optionale Bereich, wenn man links abbiegt. Bei Final Fantasy 10 war es nicht optional, weil da war die Josie-Straße gesperrt und man musste zur Operation Minen gehen, um gegen die Sinchubegi zu kämpfen. Also ich habe gerade ja überall X gedrückt, hier ist irgendwie nichts.
Ja, dann gibt's ja nichts. Schade. What a pity. No problem. Wegen no problem. Yeah. Overregent. Wenn du meine Masterverteidigung auf dem Smartphone durchführen. Mache das. Mache das. So, jetzt können wir hier drüben noch ein bisschen rumhüpfen. Weil warum eigentlich nicht? Yeah, Big Buddy ist zurück. Wir haben uns ja als Ziel eigentlich nur gesetzt, die Minenstraße komplett abzuschießen. Das wäre mal definitiv. Das wird gleich passieren. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht story mit erstmal ein bisschen Guado Salam vielleicht. Sag mir das, wenn wir beim Teleportierpunkt sind. Das kann ich mir jetzt bis dahin nicht merken. Gehen dann, wenn wir in der Minenstraße sind, nach oben, da kommt dann der Speicherpunkt beim Funkelkreis. Wow. Auch wenn es in meiner Meinung nicht der Funkelkreis ist, sondern die Josie-Straße. Das ist eigentlich nur Definitionsfrage. Did that hurt? Wir haben ja in der Folge noch mit allen drei Damen Level 10 erreichen, das ist auch nicht verkehrt. Was denn, Riku, du warst doch auch gleich durch, ne? Wa? Genau, jetzt bist du schon wieder beim Gemachschutz. Und Gemachschutz ist ja eigentlich Quatsch. Ja, das hast du ja schon wieder zur Hälfte. Na gut, dann mach das noch zu Ende. Das hier braucht was mit 100 und das hier ist auch bald. Zumal du dann eh zum nächsten Radzauber springst, dann ist das ja auch egal. Vielleicht ist das ja hier so, dass die Radzauber erst auf alle Leute gehen und die normalen nicht auf alle gehen können. Oder vielleicht ist es hier ganz anders. Ja, aber das ist, indem du über die Kostüm-Spheroiden-Paletten freischaltest, kannst du Blitz auf alle machen lassen. Dann gibt es, was du gesehen hast im Tutorial, es gibt so also gewisse Blitzzeichen, die du freischaltest und damit machst du Blitz auf alle. Mhm. Ich glaube, so funktioniert das hier. Dann gehst du, dann nimmst du halt wieder diesen Split-Damage. Das heißt, wenn du mehrere Angriffe, wird natürlich der Schaden dann halbiert. Ja, schon, aber es ist ja trotzdem manchmal auch nicht verkehrt, wenn du viele schwache Gegner hast, auf alle einmal zu machen, anstatt alle einzeln einmal angreifen zu müssen. Seht ihr, Eisengang, der zwar beim letzten Mal erstmal gegen die Kämpfer haben, schon 2 Minuten Kampf und jetzt drei Runden, nicht wahr? Ja, ich überlege, ob ich gegen den in Zukunft das Sammeln auch sein lasse. Mit Yuna, ob ich einfach auch dann bloß normal wieder anfange zu zaubern. Wo kann ich jetzt hier eigentlich am Anfang hochspringen? Hier hinter dem Speicherpunkt geht scheint ein Weg hochzugehen. Ja. Ich wollte dich nur heilen. Ja, speicher doch einfach. Kannst du speichern? Ich habe direkt vor dem Eisengartenkampf gespeichert. Das war jetzt auch nur ein Kampf mehr. Mittlerweile gibt es nicht mehr nur billige Granaten, sondern auch Handgranaten. Ja. Wie gesagt, die Level, was wir jetzt Level 10 sind, das wird uns, denke ich mal, ordentlich. Wirkt der Panzerbrecher eigentlich? Macht der was? Macht sogar noch viel mehr Schaden? Ja. Also ist das wirklich nach dem Motto. Ich mache ungefähr doppelt so viel, oder auf jeden Fall mindestens 50% mehr Schaden. Mit Pain. Mit Riku habe ich nicht drauf geachtet. Pain verursacht halt wirklich Pain. Ha. Komm schon, Spiel. Oder du musst hier hochspringen vielleicht. Also hier. Ich sehe schon, dass du da... Nee, na dann geht's aber nicht. Da oben scheint auch keine Kiste zu sein. Du siehst ja, da stehen nur 2 Macken. Dann war das wahrscheinlich wirklich einfach nur... Ist ein neuer Gegner? Nein, den habe ich schon mehr als bekommen. Dann war es einfach nur eine Sackgasse. Hast du gesehen, wie Yuna unterbrochen wurde beim Zaubern? Habe ich. Aber die Zauberdingens geht trotzdem weiter. Es unterbricht nur ihre Sequenz, wie sie dasteht. Also es ist nicht, dass ihre Vorbereitungszeit. Wenn sie in dem Moment, es gibt Zauber, wenn sie in dem Moment den Zauber ausführen würde, wie sie angegriffen wird, genau in dem Moment, dann ist der Zauber abgebrochen. Okay, das kann sein, aber während sie einfach nur darauf wartet, wann bin ich dran, dass ich zaubern kann, in dem Moment. Und ein Zauberding, das eintreffen kann, heißt Ultima. Echt? Ultima musst du aber ewig am Vorbereiten.
Ultima kann unterbrochen werden? Ultima ist aber ein Zauber, den werden wir so gut wie nie einsetzen, weil er erstens nicht viel mehr Schaden macht als irgendwas von dunklen Rittern. Und zweitens ist das, glaube ich, einer, wo du über das ganze Feld springen musst. Mhm. Der ist im Oversoul, der hat jetzt ganz andere Fähigkeiten. Da habe ich auch schon Sammeln gemacht mit ihm. Wenn du möchtest, dass er im Oversoul bleibt, weil du manchmal von ihm andere Gegenstände klauen kannst zum Beispiel, dann musst du jetzt fliehen, ansonsten haust du ihn einfach wieder zu Klumpen. Er kann sein, dass er viel stärker ist, manche ja, eben, darum möchte ich ihn zu Klumpen, weil ich Angst habe, dass er jetzt viel stärker ist. Manche fangen auf einmal an zu zaubern. Du siehst, du teilst aber mehr auf. Es kann sein, dass er doppelt so viele Lebenspunkte hat. Später haben manche Bosse haben halb so viele Lebenspunkte. Ja. Yeah. Sehr gut, beide haben was Neues gelernt. Das du müsstest jetzt mehr Erfahrungspunkte bekommen eigentlich. Das werden wir ja gleich sehen. Ja. Jo, auf jeden Fall. Und bei die beiden haben was Neues gelernt, das ist ausgezeichnet. Yuna ist egal, weil die lernt ja einfach jetzt den zweiten Radzauber, aber du bekommst jetzt... Machen wir erstmal Unschuss. Einfach damit wir es überhaupt erstmal haben. Wer weiß, ob man das mal braucht. Jetzt werde ich einen Zettel vorbereiten, welches Gebiet wir schon abgearbeitet haben, welchen Kapitel. Das kannst du machen. Ich meine nicht schlimm. 5 Kapitel? Los? Okay, gut, aber wenn in jedem Kapitel... das eigene Gebiet? Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du in jedem Kapitel jedes Gebiet anläufst, naja, in 4 von 5 Kapiteln ist es möglich. So. Machen wir die Reihenfolge so, wie sie im Spiel gegeben ist. Isage. Kilika. Luca. Minenstraße. Fungus Pass. Ich schreibe jetzt mal nur Josie auf. Josie ist wahrscheinlich mal der Tempel gemeint, aber eigentlich gehört die ganze Josie-Straße dazu. Er geht auch nach oben raus aus der Minenstraße. Ich dachte, da komme ich direkt zum Fungusplatz. Ja, der Fungusplatz kommt dann eh eine Ecke weiter, da kommt aber gleich ein Speicherpunkt. Achso, dann ja, dann kann ich nach oben raus. Du wirst die ganze Strecke zurücklaufen. Wenn du mir jetzt sagst, dass das da oben immer so dahin geht, dann ja, dann kann ich natürlich einfach... War doch aber der Weg zu dem anderen Speicherpunkt, gerade wo wir gerade waren, viel kürzer als der Weg zurück. Ja, dann habe ich gar nicht gedacht, dass ich von dem Speicherpunkt ja auch einfach hätte gehen können. Nach dem Josie-Tempel kommt, soweit ich weiß, das Illuminum. Nach dem Illuminum kommt Guado Salam. Nach Guado Salam kommt Nazgul. Nee, Nazgul kommt da bestimmt. Richtig, die Donnersteppe. Nazgul kommt da bestimmt. Nach der Donnersteppe kommt der Makalania-Wald. Der Makalania-Wald hat mehrere Ausgänge. Einerseits nach Bevel, der Hauptstadt von Yevon in Final Fantasy X. Dann den Ausgang in die Stille Ebene. Ganz ehrlich, das wollte ich sogar gerade sagen. Halb im Scherz, aber ich wollte sagen, bestimmt zur Stillen Ebene, weil das ist noch ein Ort, den ich mir gemerkt habe vom Namen. Nach der Stillen Ebene kommt der Berg Gargazet. Also quasi jetzt hier nach oben raus, dann ist ein Speicherpunkt, sagst du. Genau. Nach dem Berg Gargazet kommen nur noch Senakent. Okay, sogar einmal, den ich angesprochen habe. Hallo, du bist ein Reisender, oder? Soll ich dir etwas über diese Gegend erzählen? Klar. Was ist denn, obwohl wir entschlossen sind, bestimmt gleich was vor. Bis vor kurzem waren viele Chocobos auf dieser Straße und viele Reisende sind dabei. Ja, das ist das aber jetzt. Gut. Das hat der Mensch ganz am Anfang der Ebene auch mir schon erzählt. Ja, du hättest ja auch von oben kommen können. Ja, eben, darum sage ich das. Also den Text kannte ich schon. So, das ist jetzt wirklich Definitionsfrage. Für viele beginnt jetzt der Funguspass. Für mich ist das hier Josie-Straße. Definitionsfrage. Für mich ist das erstmal schwarz. Machen wir mal nicht weiter, speichern nochmal und dann gehen wir mal aufs Luftschiff. Ja, natürlich, das war der Plan. Also ich sag mal Kapitel 1, wir haben jetzt Minenstraße haben wir das erste Kapitel abgearbeitet. Das stimmt. Kreuz. Kreuz sagen und ein Häkchen machen, das ist doch gut. Yeah. Wurden die Leute jetzt nochmal neu schreiben? Ich bin froh, dass wir es bis zur Dämmerung geschafft haben. Ich hasse den Sonnenuntergang dort. Hast du bemerkt, dass auf der Straße keine Chocobos mehr sind? Ganz ehrlich, ist mir nicht aufgefallen. Also wir gehen jetzt natürlich nicht in Story-Richtung durch, sondern wir gehen natürlich jetzt einfach... Du kannst ja mal gucken beim Eisengigant, was sich im Oversoul verändert hat beim Monsterlexikon. Das kann ich machen. Das stimmt, das kann ich tun. Bevor wir das vergessen, du hast ja gesehen, wir haben einmal Oversoul-Informationen gehabt. Bei jedem verändert sich natürlich was anderes, aber das machen wir dem Publikum zeigen, oder dir allgemein, weil du weißt es ja auch nicht, ja, wie sich das verändern kann. Das ist Monster-Lexikon. Später wird es Gegner geben, die wir lieber im Oversoul besiegen, weil sie dadurch andere Fähigkeiten mal leichter sind. War der Sturzspecht auch schon im Oversoul? Offensichtlich. Eisengigant. Wie kann ich jetzt im Oversoul umschalten? Mal links.
Weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht. Um mal Select zu drücken? Nee, da geht's nicht. Oder das heißt dann nur, dass du ein Oversoul, dass du den im Oversoul hattest. Es gibt später ein Accessoire, wenn du jeden Gegner mal gesehen hast, und es gibt ein weiteres, wenn du jeden Gegner mal im Oversoul hattest. Achso. Das ist beim ersten Durchlauf auch nicht möglich, jeden Gegner im Oversoul zu haben. Denn rein theoretisch kannst du den Endgegner des Spiels in den Oversoul-Modus bringen. Faszinierend. Der Mensch-Typ hinten? Erstmal speichern? Nee. Mit dem Hello brauchst du den nicht reden, da kriegst du nicht. Gut. Einmal im Kapitel musst du mit dem reden, ja, aber. Also, Captain, wohin geht die Reise als nächstes? Ich würde vorschlagen, wir gehen mal ins Illuminum. Das schaffen wir auf jeden Fall, nicht ins Illuminum, nach Guardus Salam. Das schaffen wir auf jeden Fall in der Folge noch. Da machen wir jetzt noch ein paar kleinere Dinger. Also Guardus Salam ist das nächste in meinen Augen, was wir machen könnten. Ich weiß nicht, passen sich eigentlich die Sterne jetzt an? Mal gucken, wir waren gerade eben in der Mienstraße. Jetzt müssen wir noch auf zwei unten, ja. Ich würde sagen Guardus Salam. Guardus Salam. Viere nach unten. Ein Wort, guck an. Guardo sind aus der Stadt verschwunden und mittlerweile sammeln sich die Sphero-Hunter. Hier hausen auch die Leblancs. Guardo ist Salam, die deutsche Stadt, wo der Seymour gelebt hat? Genau, weil ich gerade... Darum sieht Leblanc aus wie Seymour. Home of the Guardo. You remember, right? But the Guardo are no longer here. Some people think they deserved all that happened for what they did to Spira. They have a point. It seems like such a sad way to look at things. Kleiner Hinweis, warum die Guardo vertrieben wurden. Kannst du dich noch erinnern, was Seymour damals auf dem Bergagaset getan hat? Er hat irgendjemanden Wichtigen getötet. Irgendwen ist ein bisschen unter. Der nicht der ganz alte Hohepriester? Oder hat er den ganz alten Priester vernichtet? Seymour hat damals auf dem Weg zu unserer Truppe auf Bergagaset jeden einzelnen Ronzo ausgelöscht. Und Seymour war ein Vertreter der Guardos. Ja, nein, gut, dann habe ich was anderes. Also dann ist meine Erinnerung falsch, weil das habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Das werden wir später noch erleben. Es gibt hier in diesem Spiel so einen schwelenden Konflikt zwischen Ronzos und Guardos. Judy. Wo die Guardo bloß hin sind, kommen viele Sphero-Hunter hier. Deswegen kommt man an viele Infos ran. Hi. Ich will mich ausruhen. Ich will mich ausruhen. Dann tust doch. Sure, ich will neue Infos haben. Tut mir leid, Mädel, im Moment habe ich keine interessanten Infos. Ich will gar nichts. Na gut, bis dann. Faszinierend. Kind, kann ich mit dir reden? Ich bin auch ein Sphero-Hunter. Seid ihr auch Sphero-Hunter? Ich bin auch ein Sphero-Hunter. Ich bin Sphero-Hunter, bist du Sphero-Hunter, Patrick? Ich bin Sphero-Hunter, bist du Sphero-Hunter, Cloud? Ich bin Sphero-Hunter, bist du Sphero-Hunter, Patrick? Nee, du musst schon nachschauen. Ja, von hier aus gelangt man überleicht überall hin. Deswegen kommen viele Hunter hier. Jeder will einen fetten Sphero finden und reich werden. Dann speich ich erstmal. Whing. Ich schaffe es immer in dem Moment zu speichern, wenn ich speichern sollte, so. Hi. Die Donnersteppe ist dank der Albed sicher geworden. Da brauchst du noch nicht weitergehen, da geht's in die Donnersteppe. Keine Angst mehr vor dem Gewitter haben zu müssen, wie sicher das Reisen doch geworden ist. Da wollte sich aber Rico freuen. Der hatte doch Angst vor Donner gehabt, nicht wahr? Genau. Als Veronta hat es schwerer, als es scheint. Nur gut, dass du dich an sowas noch erinnerst. Ich habe nicht mehr alles im Kopf, aber einiges. Wird sein besonderer Sphero, da musst du genug Infos haben. Also ich werde mich bemühen, wenn Nazgul es nicht macht, genug Hinweise auf das, auf alte, also so ein bisschen so ein paar kleine Links zu erklären, die in dem Spiel gegeben werden, die aber auch nicht jedem erklärt werden, sondern wo man halt darauf baut, dass das Vorspiel gespielt wurde. Gegen das Netzwerk der Leblanc-Bande komme ich nicht an. Vielleicht sollte ich hier beitreten. Oder? In der Villa von Leblanc hat eins der Anführer der Guardo gewohnt. Treten wir Befugte verboten. Da kommst du noch nicht rein. Alter. Ich will doch einfach nur hier langlaufen. Hi. Achso, dich hatte ich schon. Hi. Das jetzige Guardo Salam ist ein Treffpunkt der Sphero. Und da versucht die mal mit Viereck anzusprechen. Mit Viereck? Die Tür da aufzugehen ist ein Ding der Möglichkeit. Ich hab's auch schon x-mal probiert.
Aber das geht noch nicht. Später, das damals war das Blitzball-Herausforderung. Ja. In dieses Haus könnt ihr nicht rein. Dieses Haus dort nicht verdächtig? Es ist verschlossen, das heißt, darin befindet sich ein Schatz. Später. Jetzt sind wir in Sonnens Mehrung, da musst du genug Infos sammeln. Ja, den haben wir schon gehabt. Ja. Man sagt, die Guado würden sich in irgendeinem Wald verstecken. Doch nicht einfach der Wald, wo die Schmetterlinge von Kimari waren. Die Guado haben wohl Angst vor der Rache der Ronzo. Was ist eigentlich mit der restlichen Truppe von Yunas Leibgarde geworden? Also mit... Ha, wie hieß die? Leibgarde hieß so. Ja, aber mir fällt gerade der Name der Schwarzmagierin nicht ein. Lulu. Genau. Lulu, Kimari und so weiter. Was ist mit denen eigentlich geworden? Wacker. Lassen wir uns überraschen. Also Auron ist gestorben. Ja. Kommt doch nicht mehr vor. Die Karte kann weitergehen. Ist nicht über Final Fantasy X. Das Abyssum kann man hier betreten. Der Zustand des Abyssums ist instabil. Daher ist der Zugang gesperrt. Nur die Guado können das wieder richten. Okay, dann kann man es noch nicht betreten. Sprich nochmal an. Eine außerordentliche Menge an Illumina hat sich gebildet. Da wir nicht wissen, was passieren könnte, haben wir dicht gemacht. Also die Fahrpläne oder das Abyssum, damals konnte man dort Kontakt zu den Toten aufnehmen. Die Illumina waren so die Essenz der Toten, die Seelen. Und ja, das war damals so, das weswegen wir hier waren. Hi Bob. Was denn, dieser Saftladen hat echt nichts zu bieten. Halt's Maul, du bist nicht gefragt. Laut kann ich's nicht sagen, aber in diesem Laden werden verdächtige Sachen angeboten. Ist das hier eine Kiste? Das ist, glaube ich, bloß eine Textur. Hey Mädel, was suchst du? Schau dich ruhig um. Ja, schau mal. Wie ist denn, am Ende des Kapitels genug Geld haben, dann müssen wir uns mal entscheiden, wo wir hinfliegen und bisher noch nicht was einkaufen. Naja, nee, so viel Geld haben wir nicht mal. Also jetzt Gift zu angreifen. Ja, aber wir haben bloß 4000 Geld. Das merke ich mir, zu viel Geld haben wir nicht mal. Nee, natürlich, wir sind ja noch am Anfang. Wir werden ja am Ende von dem Kapitel, denke ich mal, immer noch mal grinden gehen, 2-3 Level, dann kriegen wir noch ein bisschen Geld dazu. Ich hatte mal auch noch nicht. Vom Tobli für Hibello ganz viel Arbeit bekommen. Das Büro von Herrn Tobli, das hier ist. Ich hier arbeite. Dichte sein Jar Jar Binks. Hi. Willkommen in Toblis Büro, ihr seid. Eine große Show geplant ist, deswegen alle unterwegs sind. So wie dazu? Es hier nicht weitergehen tun. Wieder rausgehen tun. Stand hier nicht auch noch rechts einer. Ja. Dieses Guru gehört jemand namens Tobli. Ein komisch Kauz hat lauter Hypello als das denn. Nazgul, hast du gerade versucht, die Tatsache, dass du nicht richtig lesen konntest, damit zu überdecken. Oh, Salam ist fertig. Zu überdecken, dass du. Ja, habe ich, seid ruhig. Könnte man jetzt in die Folge noch mit reinnehmen. Etwas, was noch kürzer ist. Ich hab hier vergessen, hier habe ich Biganell noch gar nicht aufgeschrieben. Okay. Du kannst mal nach Kiliga noch gehen. Das mache ich, sobald ich gespeichert habe. Ich setze am Speicherpunkt gerade machen, bevor das Luftschiff gegangen ist. Ja, ich wollte halt erst speichern, wenn ich wieder im Luftschiff bin. Das war der Gedanke. Immer in der Base speichern. Ich glaube, Bisade müsste relativ prob sein, zumindest in dem Kapitel. Nicht Bisade, Kilika natürlich. Bisade ist die aktive Mission. Only one way to find out. Also Kilika ist halt wenig Story, viele Leute reden. Also nicht viel kämpfen. Insel Kilika. Genau. Ich würde dann sagen, beim nächsten Mal fangen wir vielleicht in der Liga, die Zerstörtelstadt wieder aufgebaut. Gerüchten zufolge gibt es immer wieder Ärger zwischen Liga und Yevon. Ich würde sagen, nächste Folge machen wir vielleicht die Donnerstippe, weil das wieder viel kämpfen. Aber das ist doof, wenn wir da in der Folge hinfahren, weil dann kann es natürlich sein, dass wir lange kämpfen. Also nächstes Mal vielleicht Donnersteppe und Josie Tempel. Can you guess where this is? It's Kilika Port. The Youth League helped rebuild it. Now it's a bustling town. At the time, everyone was grateful, but lately, well, there have been signs of trouble. It seems that tension is building between the Youth League and New Yevon. Goodie. Also damals wurde die Stadt von Sin zerstört durch eine Flutwelle. Das war der Ort, wo sie dann im Wasser getanzt hat, um die Seelen zu begnadigen, nicht wahr? Genau. Dachte ich doch. Hey Luftballon, hey Luftballon!
will ihn auch mal haben. Gib endlich her. Lord Killika hat ihre Wiederauferstehung vor allem der jungen Liga zu verdanken. Wäre ich etwas jünger, würde ich auch der jungen Liga beitreten. Ja, aber es heißt halt die junge Liga, nicht die Nahtodliga. Hi. Die Bewohner Killikas wohnen nicht alle hier. Hier am Hafen wohnen die Anhänger der jungen Liga und oben im Tempel die von New Yevon. Heute werden die Versorgungsgüter zum Tempel gebracht. Wie es wohl meiner Mutter geht? Frag sie doch. Ruf sie doch an. Lust auf Waldfrüchte? In letzter Zeit ist es schwieriger geworden, in den Wald zu gehen und Früchte zu holen. In letzter Zeit sind die Webereiprodukte aus Besaid preisgünstig zu bekommen. Das liegt laut Ladenchefin daran, dass Shin weg ist und der Transportrouten sicherer geworden sind. Willkommen! Hier gibt's ja auch bloß dasselbe. Schweinerei. Was hast du uns zu sagen? Was soll ich bloß kaufen? Bei der großen Auswahl kann ich mich einfach nicht entscheiden. Wir können Leuten mehrfach reden, schade nicht. Ich spreche jeden zweimal an. Und eigentlich wollte ich, das war zumindest mein Plan gewesen, erst Parterre alles ansprechen und danach die Etage hochgehen, aber weil ich jetzt schon einen Bildschirmwechsel hatte, gehe ich doch wieder zurück und mache erstmal drüben alles oben fertig. Ich habe auf meiner Karte jetzt mal die Gebiete angekreuzt, die wir am besten zuletzt betreten. Weil es da nicht unbedingt Hauptstory gibt, aber weil es da Informationen gibt, die wir auch nicht zu früh erhalten wollen, um nicht unsere Sidequests zu verbauen. Und auch wenn ich da Killika angekreuzt habe, das hat jetzt erstmal nichts zu bedeuten. Haben Sie zufällig meine Tochter gesehen? Auf, komm nach Hause, Essen ist fertig. Ich kann dir sagen, Killika geht's. Wir kommen jetzt gleich zu dem Punkt, wo es in Killika eh nicht weitergeht. Deswegen habe ich Killika schon mal angekreuzt. Aber wir haben gar zwei Antidotes bekommen. Killika geht's erst weiter, wenn wir in Senna kennen. Skandalös. Auch nicht unbedingt mit Hauptstory, aber es gibt halt eine Blockade, die dann aufgehoben wird. Links übrigens rein. Hier rein. Denke ich mal. Ist das keine Tür da? Nee. Okay, da also das sind Türen, ja, aber Türen, wo du nicht reinkommst. Okay. Ist das groß. In der Koralle dort wird der Stützpunkt der jungen Liga reingebaut. Ich werde auch bald beim Bauen mithelfen. Schön. Bald ist immer gut. Am besten, wenn es fertig ist. Egal, wann du mich fragst, wann ich helfe, immer bald. Mein Freund arbeitet auch dort. Die Stadt wird immer größer, ist das nicht aufregend? Stützpunkt ist ja schön und gut, aber im Fischfang könnten die Jüngeren auch mit anpacken. In See stechen nur die alten Leute. Tja. Was ist euer Begehr? Das Äffchen ist ja so süß! Ich wünschte, meine Mutti würde mir so ein Äffchen kaufen. Bis zu Hause heißt Papi. Ein Äffchen. Wo dieses Äffchen wohl wohnt? Auf der Straße, Mädel. Es platzt nicht, wenn du es noch 100 Mal ansprichst. Frau, auf zu nicken. Ich habe ihn im Wald gefunden. Eine Seltenheit auf dieser Insel nicht. Dies ist ein sogenannter Nestaffe. Er ist ängstlich und versteckt sich in seinem Nest, daher der Name. Falls du im Wald einen Nestaffen sehen solltest, bring ihn mir bitte. Du hast bisher 0 Nestaffen gefunden. Viel Erfolg weiterhin. Hashtag Sidequest. Ja. Hashtag noch nicht verfügbar. Weil wir ja noch nicht in den Wald rein können, vermute ich mal. Echt, der geht's nicht auf dem anderen Bildschirm rüber. Ich muss den ganzen Scheißweg zurücklaufen. Shake that booty, Mädel. Wir haben eine weite Strecke vor uns. Aber den Rest von Killika machen wir in der Folge noch stouten. Dürfte nicht mal viel sein. Ja. Gibt's also Killika noch? Es gibt noch mehr von Killika, aber wir können halt noch nicht viel erreichen. Gibt's noch einen zweiten Speicherpunkt weiter hinten oder müssen wir am Anfang des Dorfes zurück beim Verlassen? Ich glaube, es gibt noch einen. Scheiße, aber da muss ich nochmal zurücklaufen, weil ich dort eine Treppe noch nicht genommen habe. Nämlich die hier. Zu der bin ich auch noch nicht gekommen von der anderen Seite. Ist das der gesamte heutige Fang? War schon mal besser.
Ja, der ist immer nur am Rumrosern, damit kauft sie nie was ein. Naja, stimmt ja schon, dass der Fischertrag zurückgegangen ist. Wisst ihr, für dieses Gespräch hat es sich doch gelohnt zurückzukommen. Das hätten wir sonst nicht gewusst. Hast du mit dem Fischer schon gesprochen da? Mit dem kann ich reden? Tatsache. Ich fahre in Richtung Wald, möchtest du mit? Noch nicht. Stimmt, da gab es keinen Speicherpunkt, da war das der Shortcut. Du kannst da mit dem zurückfahren, dann den kurzen Weg. Ist das dann sowas wie das Luftschiff auf der Mierenstraße? Genau. Also Luftschiff mit dem Luftsegler halt, was das dann ist. Wenn ich sehe, wie lang die Liga ist, kann sein, dass ich mich verschätzt habe. Ne, geht doch zurück zur Speicherung, das schaffen wir nicht mehr. Okay. Dann reden wir mit den Leuten das nächste Mal. Ja, das schaffen wir doch nicht mehr in der Folge. Weil das dauert noch 10 Minuten ungefähr und das wäre ein bisschen übertrieben. Ja, natürlich. Zu viel Zeit wollen wir Yuna Waifu-chan nicht zumuten. Und den drei Mädels, die waren, ist Yuna deine Waifu, oder? Yuna Waifu-chan, aus mehreren Gründen. Bei mir ja eher Riku. Ich dachte, du magst Blond nicht so sehr. Das können wir aber anders erörtern, jetzt ist die Folge vorbei. Also Pain wollen wir uns wahrscheinlich bei beiden nicht. Das können wir aber anders erörtern. Das war's. Ja. Wir sind endlich aus der Minenstraße raus, muss man sagen. Aber es wurde ja schon gespoilert, eventuell. Aber die anderen Gebiete, also irgendwann so lang wie die Minenstraße, wird im ersten Kapitel sich nichts mehr ziehen. Kann ich jetzt wahrscheinlich... Ja, eventuell gibt es noch ein Gebiet, was sich lange ziehen wird, das verraten wir noch nicht, aber ich denke mal nicht. Wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen so kleinere Dinger, in der nächsten Folge wahrscheinlich weiter und dann gucken wir mal. Booty Shaking. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.